auf Hundarau. Seit gut 25 Jahren sind Sie in der Lage, Geistwesen wahrzunehmen. Wie kam es zu dieser Begabung? Das war vor etwa 30 Jahren, habe ich Menschen kennengelernt, die auch irgendwie forschend unterwegs waren. Sie wollten wissen, warum habe ich so einen schwierigen Partner, warum habe ich so ein schwieriges Kind. Und es war da so eine Aufbruchsstimmung, auch ein interessantes Kursangebot. Und dann war das etwas kompliziert. Sie macht das, ich mache das und kennt noch diese und jene. Und dann habe ich gesagt, schließen wir uns doch zu einer Gruppe zusammen. Dann können wir alle diese Erfahrungen austauschen und besprechen. Und das haben wir dann gemacht und wir haben uns monatlich getroffen und irgendwer war immer wieder irgendwo in einem Kurs. Das ging also von England, Deutschland bis nach Griechenland, wo die, die mehr Zeit und Geld zur Verfügung hatten, Kurse besucht haben. Dann haben wir das immer ausgetauscht und wenn man einen gewissen Level hat, versteht man ja sofort, was der andere meint. Und so haben wir eben Wissen zusammengetragen und uns gegenseitig weitergegeben und viel geübt. Man übt dann auch das Spüren oder Channeling mit dem höheren Selbst. Man muss in sich hineinhören oder andere Kurse wieder, wo man die Energiefelder des Menschen, die Abstrahlung des Menschen gespürt hat. Und so haben wir das Spüren sehr lange geübt und mit der Zeit auch dann das Sehen. Und in diese Zeit fiel dann das, dass ein englisches Medium mir, ohne dass ich danach gefragt habe, gesagt hat, mit was für einer Übung man das dritte Auge aktivieren könne. Und dann haben wir halt weiter geübt und eine Kollegin von mir, die hat dann früher schon wirklich gut Geistwesen wahrnehmen können und auch sprechen können. Und ja, mit der Zeit kamen auch zwei, drei andere dazu, die das auch gut kultivieren konnten, der Rest der Gruppe weniger. Ja, und dann irgendwann sieht man Verstorbene und ja, man weiß ja sowieso, dass die ab und zu da sind. So war das ungefähr. Wie können Sie mit dieser Begabung umgehen? Ist es für Sie eher eine Belastung oder eine Bereicherung? Am Anfang war es etwas beides, aber ich habe zeitgleich ganz viel Literatur vom ABZ-Verlag in Zürich gelesen und da wird eigentlich alles erklärt, das Leben, der Sinn des Lebens, die Hintergründe des Lebens und wie es auch im Geistigen zu und her geht. Es gibt auch Berichte, wie Seelen drüben angekommen sind, was ihnen da alles begegnet ist. Und mit diesem Wissenshintergrund konnte ich dann eigentlich sehr gut damit umgehen und es war eigentlich etwas Selbstverständliches. In welchen Situationen sind Sie in der Lage, Geistwesen wahrzunehmen? Am besten natürlich in der Meditation, in der Ruhe. In der Meditation fühlt man sich ja zuerst mit himmlischem Licht und dann wird man auch fein und empfänglich für solche Dinge. Und dann spürt man vielleicht auch, jetzt bin ich nicht mehr allein im Raum, ist doch irgendein Wesen noch da, dann kann man sich da mal konzentrieren und schauen. Das andere ist an Trauergottesdiensten, das ist eigentlich das Einfachste, weil ein frisch Verstorbener, der hat noch sehr viel irdisches Od, er zieht ja alles Od dann aus dem Erdenkörper noch mit, dass er mitziehen muss und die anderen Energiekörper, alles kommt da zusammen und die sind am besten sichtbar und dann, wie ich das entdeckt habe, habe ich natürlich immer ganz genau hingeschaut und auch mental mit diesen Wesen gesprochen. Und manche sind dann später auch noch vorbeigekommen und wollten noch irgendetwas besprechen oder so. Wie genau sehen Sie diese Geistwesen? Das ist noch verschieden. Die einen sind eigentlich wie so ein durchsichtiges Bild, könnte man sagen. Also es ist Materie, also sagen wir als Beispiel eine Wolke. Wir sehen eine Wolke, aber wissen ganz genau, das Flugzeug, das fliegt da hindurch, es beschädigt nichts. So. Und so ist auch ein Geistwesen halt feinstofflich. Wir haben eigentlich gar nicht die passenden Worte dafür. Aber manche, die man immer wieder sieht, sieht man sehr genau. Wenn man nicht so gut drauf ist oder schon müde ist, dann sieht man vielleicht nur so den Kopf und die Schulterpartie, aber ich weiß ja doch, dass das der und der ist, der jetzt doch vorbeikommt oder so. Aber ja, eigentlich wie ein durchsichtiges Wesen oder fast durchsichtiges Wesen, könnte man das sagen. Können Sie einige Beispiele von solchen Begegnungen mit Verstorbenen erzählen? Ja, also letztens hatte ich ein lustiges Beispiel. Ich war auf einer Trauerfeier und habe vorne den frisch Verstorbenen gesehen. Dann habe ich so hingeschaut und wie es mir zur Gewohnheit geworden ist, habe ich ein paar Sätze für den gebetet. Dann hat er sofort reagiert, zu mir hinaufgeschaut und hat gesagt,
warum betest du für mich? Ich habe doch recht gelebt. Und ein anderes Beispiel ist ein lieber Kollege von uns, der ist schon immer wieder in den letzten Monaten, müsste ich sagen, vorbeigekommen und hat etwas gesprochen, etwas gesagt. Und dann war er auch ein sehr eindrücklicher Moment. Dann ist er einmal in der Gesundheitsberatung auf dem Sofa gelegen und hat sich sozusagen in einem Seelenschmerz gewälzt. Und dann habe ich gesagt, Himmels Willen, was ist denn passiert? Und dann hat er gesagt, es wird mir endlich so richtig klar, was ich im Erdenleben versäumt habe. Ich habe an nichts geglaubt, also das haben wir vorher eigentlich schon gewusst. Aber im Erdenleben, man wusste einfach, der glaubt an nichts und man hat auch nicht den Mut, darüber zu diskutieren. Und eine Kollegin, die mal den Mut hatte, mit ihm darüber zu diskutieren, hat gesagt, muss das Thema gar nicht mehr bringen, der glaubt an gar nichts. Und dann hat man das einfach eben gelassen. Und im Jenseits hat er mir so durchblicken lassen, hat man es ihm sehr stark angekreidet, dass das der Hauptfehler seines Lebens ist, obwohl er ein sehr, sehr edler Mensch war und beruflich sehr, sehr gute Sachen gemacht hat. Und er war einfach von diesem Schmerz überwältigt, dass er das nicht richtig gemacht hat. Zu einem späteren Zeitpunkt kamen wir wieder auf dieses Thema. Dann habe ich gesagt, aber du hattest doch einen Kollegen und soviel ich weiß, der war doch gläubig. Dann hat er gesagt, ja, das stimmt, aber ich hielt das für nebensächlich. Und wieder einmal haben wir so Zeit gehabt, um zusammen zu sprechen, habe ich gesagt, aber hör mal, wann ist denn dir dieser Glaube abhanden gekommen? Du warst doch in der Kirche und du wurdest doch irgendwann konfirmiert und so und so. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich mir so überlege, an der Uni ist einfach alles abhanden gekommen und man fand das überhaupt nicht mehr für wichtig. Aber jetzt schmerzt es ihn immer wieder, dass er im Erdenleben das nicht angeschaut hat und nicht danach gesucht hat, diesen Kontakt. Einfach, ja, dass es eine höhere Macht gibt, dass es einen Gott gibt. Dass anscheinend ist das etwas, das sehr belastend wirkt auf einen Heimgegangenen, wenn man das ihm vorführt, dass das ein schwerer Fehler war im Leben. So äußert es sich immer wieder. Also er hat schon ein paar Mal, einmal war er so traurig, habe ich gesagt, habe ich was falsch gemacht. Dann hat er gesagt, nein, es ist wieder der Schmerz, der hochkommt, dass ich das nicht erfasst habe auf Erden. Warum sind so viele Geistwesen nach Ihrer Meinung nach im irdischen Umfeld? Also ich habe mal auch so in der Meditation hinüber gefragt, warum hat es so viele Seelen, was ist denn hier los und so. Und dann habe ich irgendwie die Zahl gehört, etwa 15%. Das könnte ich eigentlich auch bejahen, weil wenn ich so schaue, in unserem Quartier sind 50 Leute, dann hat es da mal zwei Wesen, mal das drei Wesen, dann wieder keine Wesen. Also es ist ein kleiner Prozentsatz. Die einen haben mir gesagt, sie haben eine Schuld. Sie fürchten sich, vor den Richterengel zu treten und vor der Strafe. Die einen haben gesagt, da drüben passt es mir gar nicht, ich gehe lieber zurück auf die Erde. Der andere hat gesagt, ich muss noch ins Geschäft, ich muss noch meinen Nachfolger inspirieren, dass er das richtig macht. Also man kann alles hören. Es ist manchmal eigentlich lustig, ja, anzuhören, warum sie einfach noch auf der Erde sein wollen. Mhm. Aber sie werden abgeholt. Das haben mir Seelen auch schon gesagt. Haben sie gesagt, ich darf jetzt noch hier sein, das haben sie mir erlaubt, aber irgendwann holen sie mich dann. Mit Humor oder traurig, ganz verschieden, wie eben eine Seele halt denkt. Oder? Gab es auch Erlebnisse, wo Sie Geistwesen helfen konnten? Ja, also ich denke schon. Ein Erlebnis ist mir bekannt, da kam eine alte Dame zu uns und sie hat sich furchtbar beklagt eigentlich, gejammert, dass ihr Mann gestorben ist und sie könne ohne ihn nicht leben und sie finde sich nicht zurecht und hat das wiederholt und wiederholt, alle diese Argumente. Und wie sie da gesessen hat, sah ich da mit der Zeit neben ihr ihren verstorbenen Mann knien und sie anflehen, sie solle jetzt endlich aufhören zu trauern und zu hadern fast, weil er könne drüben nicht seine Ruhe und seine Freude und seinen Frieden finden. Sie solle positive Sachen sich ins Leben organisieren, aber sie solle bitte, bitte aufhören, so zu trauern. Und das habe ich dann ihr gesagt. Und sie hat gesagt, ja, ich muss das jetzt zuerst etwas verinnerlichen, aber ich werde es versuchen. Ja, das ist zum Beispiel so etwas, dass ich denke, das hat dann beiden geholfen. Und manchen Wesen sage ich auch, die so unzufrieden sind oder so, sage ich, kannst bitte
etwas beten oder so? Und nein, beten, das kann ich nicht. Habe ich gesagt, wir können ja zusammen etwas beten. Und manche versuchen das dann, manche auch nicht. Und letztendlich hat ein Wesen zu mir gesagt, als wir so ein Hin- und Hergespräch hatten, hat er gesagt, danke, dass du mir diesen Schubs gegeben hast. Ist doch auch noch schön, oder? Naja. Sie haben Ihre Erfahrung in dem neuen Buch Begegnungen mit Verstorbenen niedergeschrieben. Welche Menschen wollen Sie damit erreichen? Ja, natürlich die, die Angst haben vor dem Hinübergehen, die ganz dubiose Vorstellungen haben, auch solche, die enttäuscht sind von ihrem Leben und denken, es ist alles schief gelaufen, ich habe alles verpasst, es war alles nur Anstrengung und so. Ja, auch den Menschen einfach darauf hinzuweisen, es geht weiter, man kann das Leben ja ganz anders ausrichten, wenn man weiß, das Leben geht weiter, wir müssen auch gerade stehen für alles, was wir hier auf Erden getan haben oder auch für alles, was wir unterlassen haben. Ja, einfach so, dass man endlich wieder das, was man immer verdrängt hat, wieder hinschaut und weiß, das gibt es einfach. Frau von Drau, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke meinerseits.